Was für eine wahnsinnig schöne Idee das ist, ein Pressday zu machen zum Thema Bodywear, weil das gibt es überhaupt gar nicht. Und ich finde es so toll, jetzt hier einfach mal durchzuschauen und mich inspirieren zu lassen von dem, was es so alles Neues gibt. Und siehe da, mir gefallen richtig viele Sachen richtig gut. Ich bin hier im Unterwäschenhimmel. Der erste Bodywear Pressday hier in München und ich kann nur sagen, für jeden was dabei. Ganz, ganz tolles Konzept, ganz, ganz freundliche Beratung und auch sehr kompetent und ich bin wirklich gespannt, was ich heute noch erleben darf. Eine mega große Auswahl, das gefällt mir besonders, vor allem von Stella McCartney über Bruno Banani ist alles dabei. Bodywear Press Day, mega praktisch, man hat einfach so viele Marken auf einem Fleck. Vor 70 Jahren sagte Simone Perel, Selbstwertgefühl ist eine Schönheit, die nie vergeht. Wieso aus Paris? Beim ersten Münchner Bodywear Press Day zu sein. Tolle Marken und vor allem auch viele tolle Leute hier dabei. Und wir sind natürlich hier im Paradies und finden für unsere Moderatoren wirklich hier die allerschönsten Sachen. Wir haben super tolles Wetter, die Location ist der Hammer und wir freuen uns total, frischen Wind hier in die Branche reinzubringen. Ja, die F1-Generation bedankt sich bei Kakalis und der Linie für diese tolle Veranstaltung. Ich finde es total klasse, heute beim Bodywear Press Day dabei zu sein und ich muss schon sagen, mir ist ganz schön heiß. Ich bin total begeistert, dass sich eine PR-Agentur einfach mal Gedanken macht, wie man sich weiterentwickeln kann. Und ich finde es sensationell, so komprimiert alle Marken mal auf einen Punkt zu bringen. Wir haben heute schon tolle Kontakte geknüpft und werden die auch weiterhin für uns nutzen. Das ist nicht der Hammer? Ich meine, so viele neue Sachen, die man so noch gar nicht gesehen hat. Gerade die ganzen tollen Sachen mir angeschaut, bin ganz begeistert, was wir nächsten Frühjahr, Sommer auf der Haut tragen werden.